Delta-Allianz-Markenpaket. Cool. Steuermann, bringen Sie uns aus dem System in den Sektorenraum. Warp 1. Beschleunigen. Sehr gut. Ah ja. Hat ja bloß eine halbe Ewigkeit gedauert. Was ist mir ein Notsignal? Ach, ne, na cool. Ne, hab ich jetzt keine Lust drauf. Das dauert immer so ewig, diese na cool Missionen. So. Na, wie geht's euch so? Bin voll im Eimer, darf diese und nächste Woche Urlaubsvertretung machen und hab absolut keine Lust. Hm. Ich finde Urlaubsvertretung toll. Assimilierungsgelände. Aha. So, wo muss ich denn hier jetzt hin eigentlich? Muss ich die Dyson-Sphäre betreten? Hier kann das sein. Ah hier, Ocampa-Frachter unterstützen. Hier. Auf der Heimfahrt. Captain, wir werden von einem Kolonieschiff der Ocampa gerufen. Auf den Schirm. Grüße, Andromeda. Entschuldigen Sie, dass ich unsere Probleme an Sie herantrage, aber ich und die anderen Ocampa an Bord dieses Schiffes brauchen Ihre Hilfe. Die Energie unserer Nahrungsreplikatoren neigt sich dem Ende zu. In den nahen ionischen Wolken existieren Elemente, die wir nutzen könnten, um die Energie wieder aufzuladen. Aber diese Elemente geben eine Art von Täterstrahlung ab, die unsere Schilde nicht abwehren können. Allerdings könnte Ihr Schiff dieser Strahlung mühelos widerstehen. Wären Sie bereit, die benötigten Elemente für uns aus den Nebeln zu extrahieren, sodass wir unsere Reise fortsetzen können. Beschaffen Sie die Ressourcen aus den ionischen Wolken für die Ocampa. Wir können Ihnen helfen. Was macht der Verband hier so weit entfernt vom früheren Ocampa-Gebiet? Wir haben es geschafft, einige unserer Ressourcen zu handeln und Hilfe von unseren Verbündeten zu erhalten, um diese abgenutzten alten Schiffe zu beschaffen und wieder in Gang zu setzen. Wir suchen jetzt nach einem sicheren Ort, an dem wir uns niederlassen und unser neues Zuhause gründen können. Wir sind einigen freundlichen Spezies begegnet, so wie unsere Eskorte hier. Sie haben unsere Hoffnung bestärkt, doch noch einen friedlichen Ort zu finden und unsere Reise beenden zu können. Doch bis dahin wird es wohl noch etwas dauern. Die Gefahren, die in diesem Quadranten lauern, haben unsere Reise zudem erschwert. Aber ich bin guter Dinge, dass wir unser Ziel irgendwann erreichen werden. Wir können Ihnen helfen. So, Kobali-Kreuzer. Die Kobali? Die Ocampa sagen mir was. Die Kobali kenne ich vom Namen her. Ich kann es nur gerade nicht zuordnen. Materie aus ionischen Wolken extrahieren. Das ist wieder einfach. Oder ein Stück weit einfacher zumindest. Rohmaterial extrahieren. Machen wir mal. Das ist unser Territorium. Natürlich. Hirogen. Weg mit euch. Feuer frei. Alle Waffensysteme, Dauerfeuer! Sorgen Sie dafür, dass die Hirogen nicht in die Deo-Camper-Schiffe kommen. Feuer! Quantentorpedos, volle Streuung! Feuer frei! Angriffsmuster Alpha. Treiben Sie die Hirogen-Jäger zurück. Quantentorpedos, volle Streuung. So. Einen haben wir. So. Notfallenergie in Schilde leiten. Hirogen-Plünderer besiegen. Ja, das kriegen wir hin. So. Alle die auf die Phaser leiten. Feuer frei. Dieses Gebiet im Weltraum strotzt nur so vor Raidern. Zum Glück haben die Ocampa nicht versucht, das auf eigene Faust zu machen. Ja, das stimmt. Die werden da ratzfatz, werden die halt vernichtet worden. Okay. Weiter geht's. Rohmaterialien extrahieren. Machen wir mal. Okay, nichts ist passiert. Schade.
Dann gehen wir mal weiter. So. Voller Impuls. Auf den letzten Nebel setzen. So, mal schauen. Was uns hier Schönes erwartet jetzt. Ich bin gespannt. Rohmaterialien extrahieren. Und was passiert? Wir werden das für sie übernehmen. So, Alarmstufe Rot. Alle mal auf Gefechtsstation. Oh, ist ein Schlachtschiff sogar. Ich mache mir hier ganz kurz Nimbus-Piraten. Ich bin jetzt mal feige. Alle Waffen, Dauerfeuer, Feuer frei. Ich nehme an, dass wir nicht die Einzigen sind, die hier nach Ressourcen suchen. Ja, das kann durchaus passieren. Zum Konvoi der Okampa zurückkehren. Machen wir mal. So. So. Voller Impuls. Willkommen zurück, Andromeda. Wir sind bereit, mit dem Transfer der Ressourcen zu beginnen, sobald auch auf Ihrer Seite alle Vorbereitungen getroffen wurden. Unsere Sensoren haben den Einsatz von Waffen am Rande der ionischen Wolken gemeldet. Ich hoffe, Sie hatten keine größeren Schwierigkeiten. Nichts, womit wir nicht fertig geworden wären. Allerdings. Danke. Ohne Freunde hätten wir schon lange aufgeben müssen. Gern geschehen. Übertragung beginnen. Wir werden nun Ihre Fracht übernehmen. Raider den Konvoi verteidigen. An alle. Waffen, Feuer frei. Den Konvoi um jeden Preis beschützen. Quantorpedos, volle Streuung. Feuer. Alle Waffen, Dauerfeuer. Lenken Sie das ganze gesamte Feuer der Feinde auf uns. Den Okampa-Schiffen darf nichts geschehen. So. Sehr gut. System verlassen. Gegenstände nehmen. Herojin Raider, wir wären ein leichtes Ziel für Sie gewesen, wenn uns unsere Freunde nicht zur Seite gestanden hätten. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Sie sollten vielleicht einen neuen Kurs einschlagen, falls Sie zurückkehren. Ich stimme Ihnen völlig zu. Danke für Ihre Hilfe, Admiral. Wir sind nun in der Lage, unsere Suche nach einer neuen Heimat fortzusetzen. Verlassen Sie das System. Steuermann, bringen Sie uns hier raus. Warp 1. Beschleunigen. Und ich habe die Items vergessen. Verdammt. Okay, so, dann haben wir das. Dann... Oh, komm, ach, das ist eine Daily-Mission, dann kann das sein. Das kann man dann immer machen. Was haben wir hier? Agala-System. Das müssen wir gleich auch patrouillieren. Jawohl. Was ist das Notsignal hier? Immer noch die Nakul. Nö, ist nicht. Auf Nakul, muss ich sagen, habe ich jetzt echt keine Lust. Das ist irgendwie... Ich mache das immer so oft. Ich habe das beim Schneiden, sehe ich das hier immer dann, wenn ich das auf YouTube stelle, wie viel wir eigentlich diese Borg- und Nukara-Missionen machen. Das ist echt... ja. Weiß ich nicht. Ist irgendwie seltsam auf jeden Fall. Vor allem auch zeitaufreibend. So... Agala-System patrouillieren. Gesucht. Admiral, die Scanner melden ein Gefecht zwischen einer Staffel von Bentan Protektorats und einigen Kazon. Ihre Befehle? Wir werden die Bentaner unterstützen. An alle Waffensysteme bereit. Alle Mann auf Gefechtsstation. Roter Alarm. Feuer frei!
notfallige Waffensysteme leiten. Alle Waffen, Feuer! Feuer frei! Quantentorpedos, volle Streuung, alle Phaser, Dauerfeuer! Verstärken Sie die Verteidigungssysteme unserer unserer Verbündeten. Unsere Schilde, ja, sehr schön. Ruf beantworten, sehr gut. Andromeda, dieses Gebiet wird von den Bentaner kontrolliert. Unsere Scans zeigen ein, dass Ihr Schiff bewaffnet und einsatzbereit ist. Sie haben bereits unter Beweis gestellt, dass Sie an einer unserer fortwährenden Operationen unterstützend mitwirken konnten. Daher werden Sie sich nun entweder unserer Staffel als Hilfsoffizier des Protektorats anschließen oder aber diesen Bereich umgehend verlassen. Hilfsoffizier? Sie haben kein Recht, uns Vorschriften zu machen. Hilfsoffizier. Sie sind nun mein Hilfsoffizier. Unsere Mission ist es, einen Verdächtigen abzufangen, nachdem in mehreren Systemen wegen Diebstahl, Erpressung, Sachbeschädigung und Mord gefallen wird. Als Sie hier ankamen, waren wir gerade in einem Kampf mit einem der Komplizen dieses Kriminellen verwickelt. Wir konnten den Verdächtigen zu diesem System verfolgen. Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit ist erforderlich und wird von uns geschätzt. Besiegen Sie First, Maje, Kule und Kazon. Aha. Es hat den Anschein, als ob unser Kampf sie auf uns aufmerksam gemacht hat. Schauen wir doch mal, ob wir ihren Anführer hervorlocken können. Kazon und ihre Verbündeten besiegen. Na, Glückwunsch. Warum mische ich mich hier ein? Wie ist das nochmal mit der... Hast du schon einen befreiten Borg als Brückenoffizier? Nee. Was steht heute noch auf dem Programm? Nur Phaser auf Anschlag. Ja, nur Phaser auf Anschlag. Ich bin eher so ein Happy Put. Was? Und ich muss gleich mal lesen. Erstmal Kazon platt machen hier. Alle Waffen, Feuer frei! Quantentorpedos, volle Streuung! So, alle Waffen, Dauerfeuer. Feuer, Feuer, Feuer. So, ich check gerade gar nichts mehr, möchte ich betonen. Ich feuer einfach irgendwo drauf, wird schon irgendwas passen. So, einfach Feuer frei. So. Feuert hier noch was? Nee, ich feuer gar nicht mehr. Konzentrieren Sie das Feuer auf einzelne Schiffe. Trennen Sie sie vom irgendwas ab, keine Ahnung. So. Zack. Feuer, Feuer, Feuer. Traitorenbedrohung. Wir werden uns nicht so einfach ergeben. Kazon-Träger. Okay, sehr gut. Dann ergib dich mal nicht. Dann habe ich mehr Spaß gerade, wenn ich dich in kleine Stücke schieße. So. Gegenstände nehmen. Diesmal nehme ich die Gegenstände gleich. Sofern ich kann natürlich. So. Das Trägerschiff sollte relativ fix erledigt sein eigentlich. So. Alle Phaser, Dauerfeuer. Quantentorpedos, volle Streuung. Feuer frei. Achso, Quantorpedos, volle Streuung. Müsste man drauf drücken. Ja, ja, ja. Vernichte ihn, vernichten, vernichten, vernichten. Es sind viele Schiffe hier gerade. Okay. Notfallschildregeneration einleiten. Feuer frei. So. Quantentorpedos, Feuer! Das ist noch ein Trägerschiff. Ach so. Ja, dann. Machen wir es auch noch platt. So. Angriffsmuster Alpha. Feuer frei. Ergeben Sie sich der Bethan-Wache. Die Sensoren empfangen kleinere Habitate in einigen der Asteroiden. Scheinbar Schlupfwinkel und vorübergehende Verstecke. Ja, ich bin hier gerade noch beschäftigt. Das ist unfassbar, ich bin nicht mehr fertig hier. Quantentorpedos, volle Streuung, alle Waffensysteme leiten.
So. Kaysen und ihre Verbündeten besiegen. 2 von 5. Halleluja. Fantastisch. So. Ich nehme mir die ganzen Gegenstände erstmal. So, nachdem es gerade so gut läuft, probiere ich mal was. Einfach jetzt mal Dingens, hier so, und dann einfach mal feuern. Ich bin mal gespannt. Ich will mal wissen, ob das funktioniert. So, mal schauen. Weil, so ist es dann auch ein bisschen angenehmer. Geht ganz gut eigentlich. Achso. Der hat hinten gefeuert. Ich muss mich mitdrehen noch natürlich. Das geht nicht automatisch. So. Okay, der feuert hinten auf, ist auch gut. Okay. Ja, okay, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wir regenerieren die Schilde einfach, gar kein Problem. So. Hier schaut's aus. Voller Impuls, bevor der hier in die Luft fliegt, da hinten. Und Quantentorpedos. Sag mal, wir tun, was wir wollen, wo wir wollen. Ja, merke ich schon. Das ist gerade echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ich check gar nichts mehr, gerade vor allem diese Wellen hier einfach gerade. Ist einfach übertrieben. Ach Gott. So. Feuer frei. Wir haben eine Dichtstrahlenübertragung auf einer neuen Frequenz abgefangen. Wir stören nun dieses Spektrum derer Kommunikation. Jedoch handelt es sich vermutlich um einen Hilferuf. Okay. So. Gut. So, mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz mal eben, ich muss mal schnell telefonieren. Es tut mir leid, da ruft gerade jemand an und das ist irgendwie wichtig gerade. Es tut mir leid, ich bin gleich wieder da. 2 Sekunden. Sorry. Ahem, ahem. Also, das ist irgendwie gerade sehr, sehr ungeil, muss ich sagen. Feuer frei. Es tut mir sehr leid. So. Ah, Tasten. Ah, ich hasse es. So, tschüss, Hep. Ja, irgendwie ist es sehr seltsam. So, zum Glück bin ich nicht gestorben. So. Es tut mir sehr leid. Ich musste da tatsächlich mal rangehen. Das war nämlich wichtig. Was extrem dämlich eigentlich ist, während des Streams natürlich, ist mir klar. Vor allem auch während der Aufnahme. Na gut. Jetzt bin ich gespannt, wie ich das auf YouTube schneide. Ich lasse mal einfach schnell einen Vorlauf dann. So, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder da. Und jetzt sollte es kein Problem sein. So, nicht gerade weit. Ich habe eine Pause gemacht, wo die alles geändert hatten. Wie weit bist du bei Forschung und Entwicklung Technik? Ach so. Das Schwierige ist einfach bei Forschung und Entwicklung, das dauert ewig gefühlt. Das ist das Hauptproblem eigentlich. So. Oh. Schön, jetzt ist die Mission vorbei. Jetzt hätte ich telefonieren können. In aller Ruhe dann. Fantastisch. Belohnung. Danke für Ihre Unterstützung und willkommen in diesem Sektor. Wir empfehlen Ihnen, sich in einen sicheren Raumbereich zu begeben. Es gab hier zuletzt einige unerfreuliche Vorfälle und wir mussten Reisenden mehrfach zur Hilfe eilen. Da wir Ihnen bei dieser Operation Hilfe geleistet haben, ist es doch wohl nur angemessen, dass Sie uns Informationen über den Sicherheitszustand des Restes des Sektors geben.
Ihr Ansuchen erscheint angemessen. Es gibt Gerüchte darüber, dass die Borg in diesem Gebiet in großen Schlachten verwickelt sind. Wir haben kaum Hinweise darüber, wer ihre Gegner sind oder warum sie diese bekämpfen. Doch wir finden hin und wieder Spuren dieser Raumschlachten. Wer auch immer die Borg bekämpfte, hat dem Kollektiv erheblichen Schaden zugefügt. In dieser Sache lassen wir größte Vorsicht walten. Solange wir noch keine genaueren Informationen haben... Ich rate Ihnen, es uns gleich zu tun. Interessant. Es finden sich Schlachtfelder mit zerstörten Borgschiffen, doch keiner weiß, wer dafür verantwortlich ist. Diese Angelegenheit ist es wert, untersucht zu werden. Jemand, der in der Lage ist, sich dem Borg zu stellen, könnte sich als ein hilfreicher Verbündeter herausstellen. Oder als ein sehr gefährlicher Gegner. Das sollte in unserem Bericht Erwähnung finden. Finde ich auch. Der Verdächtige befindet sich nun in Haft. Wir waren auch in der Lage, viele seiner Handlanger gefangen zu nehmen. Dieser Sektor ist nun bedeutend sicherer für alle. Meine Sanitäter werden sich um die Verwundeten kümmern, sodass diesen der Prozess gemacht werden kann. Gleichzeitig habe ich mein Technikteam angewiesen, das Schiff des Kriminellen zu stabilisieren und es zurück zur Sternenbasis in Schlepptau zu nehmen. Ich danke Ihnen, Admiral. Ihre Unterstützung ist nun nicht länger vonnöten. System verlassen. Warte mal eine Sekunde. Aha, es gibt eine Anomalie. Da unten auch noch. Sehr gut. Lalalalalala. So. Hydrazingas, natürlich. Das finde ich gut. Das brauche ich auch tatsächlich. Zack. Okay. Nehme ich mit und dann... System verlassen. Bringen Sie uns heraus. Warp 1. Beschleunigen. Okay, Buranus Hoffnung. Ach ja, Foundry Mission. Da ist so ein hässliches Schiff hier wieder. So einen... Na, ich sag's einfach nicht. Was haben wir hier? Borg-Schlachtfeld. Ah, das ist das Borg-Schlachtfeld, von dem sie gerade gesprochen hat. Da waren wir aber noch nicht. Borg-Schlachtfeld. Sieht interessant aus. Beginnen, das Schlachtfeld patrouillieren. Na, jetzt bin ich gespannt. Das Schlachtfeld. Sir, dieses gesamte Trümmerfeld stammt von dem Borg. Eine ganze Flotte. Doch die Sensoren empfangen keine Signaturen von Trümmerteilen, die nicht den Borg zuzuordnen sind. Wer oder was auch immer hier gegen die Borg kämpfte, hat keine Verluste erlitten. Ihre Befehle? Wir sollten das Gebiet scannen. Vielleicht können wir so mehr darüber herausfinden, was sich hier zugetragen hat. Die Schlachtfeldtrümmer untersuchen. Also wer dem Borg so viel Schaden zufügt, ne? Große Wrackteile scannen. Und keine Schäden erlitten hat. Wir sind die Borg. Senken Sie Ihre Schilde und bereiten Sie sich darauf vor, geentert zu werden. Sie werden assimiliert werden und werden uns helfen, die Materialien zu bergen. Borg-Rückgewinnungsdrohne zerstören. Dann machen wir die Sphäre platt hier. Feuer frei. So. Ja, die Schilde versagen, ist mir klar, aber trotzdem haben die Borg keine Chance gegen mich. Weil ich ultra cheate gerade hier. Mit diesem Skill, der sehr gut ist, muss ich sagen. So. Feuer frei. Das Standardverhalten der Borg diktiert, dass sie versuchen, die Komponenten ihrer zerstörten Drohnen und Schiffe zu bergen. Vermutlich gibt es noch weitere Borg. Na, Glückwunsch, toll. Das ist ein riesiges Trümmerfeld. Ist echt krass. Ich möchte wissen, wer die Borg vernichtet hat. Große Wrackteile scannen. Die Scanner zeigen eine deutliche Waffensignatur an. Doch in unserer Datenbank gibt es keine Übereinstimmung. Im nächsten Bereich scheinen feindliche Gesinnte auf uns zu warten. Mhm. Okay. Voller Impuls, bringen Sie uns hin. So, Quantentorpedos, volle Streuung, Feuer frei. So.
Feuer! Alle Waffen, Feuer! Vernichten Sie die Borg um jeden Preis. So. Feuer! Notfallenergie in Schutzschilde leiten. Alle Waffen, Dauerfeuer! So. Na komm. Einen haben wir schon. Sehr gut. Alle Phaser, Feuer frei. So. Soll ich dir ein Video schicken, wo du erklärt bekommst, was du für wie viel Damage per Second brauchst, damit ich mich nicht langweile im PvP gegen dich? Das kannst du gerne machen, das werde ich sowieso nicht hinkriegen. So, Quantenpedos, volle Streuung. Feuer frei. So. Und die nächste Sonde noch platt machen hier. Zack. Alle die Waffensysteme leiten. Ich kann keine feindlichen Signaturen in der näheren Umgebung ausmachen. Sehr gut. Trümmer scannen. So. Leiten Sie einen Scan ein. Ich habe einen unbeschädigten Datenknoten in Trümmern geortet. Mit einem Traktorstrahl sollten wir in der Lage sein, ihn genügend weit herauszuziehen, um Zugang zu den Aufzeichnungen zu erhalten. Borg-Trümmer. Traktorstrahl auf Trümmer richten. Daten vom Knoten herunterladen. Die Daten wurden schwer korrumpiert, jedoch sind unbekannte Schiffe aus dem Nichts erschienen. Sie haben scheinbar eine Angriffsform angewandt, der sich die Borg nicht anpassen konnten. Es ist unklar, wer der Gegner der Borg war, doch er hat keinen taktischen Kubus in einen Haufen... Was? Doch er hat einen taktischen Kubus in einen Haufen verschlacktes Metall verwandelt. Stimmt, das war ein taktischer Kubus hier. Krass. Wer vernichtet denn mal so einen taktischen Borg-Kubus? Außer man hat Transphasentorpedos. Transphasentorpedos können sich die Borg auch nicht anpassen. Große Wrackteile scannen. Mal schauen. Ich kann keine weiteren feindlichen Signaturen erfassen. Suchmuster abschließen, Trümmer scannen. So, Vollimpuls. Ach, da hinten noch. Das war auch ein taktischer Borg-Kubus, oder? Ghost Booster macht das immer. Ja, stimmt. Der fliegt, der gute Ghost Booster ist auch so jemand, der fliegt da einfach rein in so eine Borg-Flotte einfach. Nach 2 Sekunden ist die Borg-Flotte platt. Das stimmt. Wrackteile scannen. Dieser Kubus scheint unversehrt zu sein, doch ich empfange keine Lebenszeichen. Captain, feindliche Signaturen. Borg-Gruppe besiegen. Natürlich, ein Kubus, ist klar, natürlich. Es wäre zu einfach, wenn man gegen die Borg kämpft und kein Kubus in der Nähe wäre. So eine Grütze, echt. Alle Waffen, Feuer frei! So. Alle Waffen, Feuer! Ja, 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 ist klar. Ja, ich weiß, meine Schilde sind unten. Ja, ich hab's gecheckt. Angriffsmuster Alpha, alle Energiewaffensysteme leiten. Feuer frei! Quantentorpedos, volle Streuung! Bringen Sie uns hier raus, voller Impuls, bevor der Borg-Kubus explodiert. So. Inventar voll. Na toll. Das ist doch nicht wahr. So, mal ganz kurz. Replicator. Aha. Achso, recyceln. So, Sekunde mal ganz kurz. Plasma-Dual-Kanone. Weg. Sekundäre Verfalls... Hallo? So. Verfallsdeflektor. Was ist das? Geringer Strahlungsdot. Aha. Zack. 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 Plasma-Geschützturm. Weg. Hyperimpulsantrieb. Weg. Überladener Warpkern. Weg. Konsole-Taktik. Tetherium-Pulsgenerator, weg. Transphasen-Torpedo, weg. Deuterium-stabilisierter Warpkern, weg. Weg, hab ich gesagt. Energiedämpfender Panzer, weg. Weg. So, das andere behalte ich mal ganz kurz. Das nehmen wir mit. Hallo? Nehmen. Okay. So, wo ist der andere Kubus? Da hinten.
Was? Das war ich nicht. Ach, aber das war... Ach, aber das war ich. Ach so. Hä? Ach so. Jetzt hab ich's gecheckt. So. Alle Waffensysteme, Feuer frei! So, Angriffsmuster Beta einleiten. Aua. Okay, Notfallregeneration der Hülle einleiten. Quantentorpedos, volle Streuung, Feuer frei, Notfallengine-Schilde.